Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf dem Channel. Ich hatte es angekündigt, heute gibt es was Neues. Ja, juhu, endlich. Wir spielen, man kann es hier ganz sachte erkennen, es schimmert ein bisschen durch hier. Portal, ein Spiel, welches von Valve entwickelt wurde. Ein absoluter Klassiker, wurde mir ans Herzen gelegt, dass ich das mal machen soll. Und dann tue ich das auch und genau, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir können hier ein neues Spiel, Bonuskarten, keine Ahnung, Kommentar der Entwickler, aha, Errungenschaften, Optionen und Spiel beenden. Das Spiel beenden ist eine komische Option. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, ich weiß es nicht. Wir starten ein neues Spiel. Aha, da haben wir Kapitel 1, Testkammer 00, was auch immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, ich bin sehr gespannt. Neues Spiel starten. Aha, Ladevorgang. Oh, Alter, hab ich wieder Kopfschmerzen. Oh. Da läuft eine Zeit. Ach so, ganz kurz noch. Hallo, die Kamera lassen wir natürlich an. Ich habe jetzt mal kurz die Zeit angehalten, weil ihr wisst schon, diejenigen unter euch, die das Spiel kennen, wissen, warum ich die Zeit angehalten habe. Wir spielen sofort weiter. Ich wollte nur kurz die Kamera winken, nicht, dass die Zeit irgendwas mit unserem Level zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Steuerung, WASD, wie immer. Was haben wir hier? Vorwärts, WASD, rechts. Okay. Auf Klo erstmal schön einen Kacken gehen am frühen Morgen. Was ist hier mit Kaffee? Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, pardon, befallar, muchos rats. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ah, guck mal, wer ist denn da? Sind wir das? Ich möchte aber immer noch auf die Kaffeetasse gucken. Oh, es tut mir leid. Ich kann die Musik ausmachen. Keine Ahnung, das Portal ist geöffnet, das heißt, wir können jetzt... Ja, und das sind wir, und zwar sind wir eine Frau. Und guck mal, was haben wir denn für coole Beine? Ich habe keine Ahnung. So, hier sind wir jetzt aus dem Portal hinaus. Und was sind das für komische Zahlen? Also wir können irgendwie runterfallen und irgendwas kann runterfallen und einen Gegner smashen. Caperture. Oder Aperture Laboratories, ich habe keine Ahnung. Da hat sich auf jeden Fall ein Portal aufgetan. Was haben wir hier drin? Da ist noch eine Kamera. Ah, hier können wir durch. Das machen wir gleich. Wir gucken uns erstmal da oben. Da oben ist eine Kamera. Hallo. Ich hab Hunger. Bring mir Kaffee. Los, los. So, da oben werden wir wohl überwacht. Hier können wir nicht... Oh, guck mal, da können wir weiter. Moment, warte, wenn ich aber noch was... Ich wollte ja noch was testen. Und zwar folgendes. Ich möchte noch einmal dadurch gehen, was da passiert. Kommen wir da wieder zurück. Ah, okay, dann ist das ja sinnlos. Hier kommen wir auf jeden Fall wieder raus, genau. Einfach erstmal mit der Steuerung bekannt werden und vertraut werden. Das ist ganz wichtig. Jetzt gehen wir einfach mal dadurch und gucken mal, was da hinten drin ist. Ah, ja. Hier ist ein rotes Feld, wo wir draufsteigen können. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Komm, wir steigen mal. Steigen mal drauf. Und jetzt? Ah, ich sehe schon, wir müssen wahrscheinlich den Stein hier drauflegen. Objekt aufheben mit E. Ah ja, cool, guck mal. Das ist ja cool.
Gut gemacht. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Das wird wohl da hinten der sein. Okay, das heißt, wir müssen jetzt da durch. Hilfe? Und jetzt? Hallo? Ah, das ist ein Aufzug. Okay, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich erwartet und uns erwartet. Und das heißt, Aperture. Der Roboter Stimme gehört. Okay, wir sind jetzt eine Etage höher und tiefer gefahren. Ich weiß nicht, ich konnte das jetzt von außen nicht so erkennen. Aperture. Ah, da wird irgendwas geladen. Ah, wir waren eben auf sozusagen Level 00. Jetzt sind wir auf 01. 01 von 19. Ach du Scheiße, wir müssen 19 Tests durchlaufen. Wie krass ist das denn? Komm, wir springen mal hier. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Super-Kollisions-Super-Knopf. Das ist super, wenn die Super immer super sagen. Kollisions für den super, super duper, duper. So, hier ist wieder ein Portal. Da hinten können wir es sehen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da. Wieso sind wir eine Frau? Was ist mit der Frau? Redet die Frau vielleicht mit sich selber? Hat sie die Roboterstimme? Und ich frage mich, wieso können wir den durch die Scheibe annehmen? Nee, das können wir leider nicht tun. Ah. Was ist das denn? Gut, den Exit wollen wir nicht. Da wird sich wohl ein Portal auftun. Okay. Alter, das ist schon. Müssen wir schon ein bisschen überlegen. So, was ist hier? Warum ist das hier schief? So, jetzt schnell durch. Kommen wir. Ah, okay. Hier kommen wir in ein anderes Portal hinein. Wir nehmen den Kubus mit. Das müssen wir erst natürlich hier wieder hier raus. Mit dem Kubus. Herz machen hier drin. So, jetzt können wir durch. Und jetzt müssen wir den irgendwie darüber transportieren. So. So, komm. Anheben. Und fallen lassen. Zack. Perfekt. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ach so. Okay, gut, dann haben wir diesen Test auch bestanden, den 01er-Test. Sehr schön. So, wir haben jetzt wieder Fahrstuhl. Ach so, noch ganz kurz zur Erklärung. Die Folgen werden ungefähr immer eine halbe Stunde gehen, auch wieder mit Anmoderation, Abmoderation, wie ihr das kennt aus dem Wimmelbild zum Beispiel. Ich habe die Uhr im Auge, ich bin gespannt, was uns erwartet und es werden Daten geladen. Ach. So, nächster Test. Jetzt bin ich gespannt. Können wir hier eigentlich hinten dran noch irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Audix. Sie machen das sehr gut. Ja, vielen Dank. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Was? Blutgeschmack? Ich möchte nicht meine Zahn. Okay. Hier können wir auf jeden Fall wieder durch ein Portalchen. Ja, hier können wir nicht durch. Da hat sich doch gerade ein Portal aufgetan, oder? Dass da wiederkommt. Wir müssen warten. Hä? Ah. Okay. Hier ist irgendwas. Ah, dieses Teil verschießt. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Aha. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Was? Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Was?
Wie komme ich an das aktive Ende? Wie kann ich da reingucken? Und kann ich drauf pinkeln? Sind das Flüssigkeiten dann? So, komm, wir schießen mal da an. Peng. Oh, cool. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Haben wir es geschafft? Ich glaube schon. Denn wir müssen eigentlich nur dieses Ding holen, oder? Ich glaube schon. Ja, sehr schön. Wir fahren wieder auf den Stuhl. Ich weiß jetzt nicht, kann man das als Knarre bezeichnen oder als, einfach als Werkzeug, als Tool? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir was bekommen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und wir fahren mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, es geht nach oben. Auf die Ebene müssten wir jetzt Ebene 03 sein. Hier ist keine Anzeige. Okay. Hier ist wieder so eine Kamera. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Ich probiere mal was. Das bringt nichts. Ich dachte vielleicht, wir können da hinten das Portal schließen und ein anderes öffnen. Überall machen diese Portale. Ich dachte. Ah, cool, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich dachte, wir könnten das nur da machen, wo diese. Wisst ihr, diese zwei. Sieht man das genau? Diese zwei hellblauen Streifen da in der Mitte sind. Also außerhalb. Und wir könnten nur in der Mitte das Portal öffnen. Aber dem ist mir nicht so. Können wir hier hin? Ah, nee, das ist wahrscheinlich falsch. Wir müssen. Oh, das sind Treppen. Okay. Können wir mal runtergehen. Was passiert, wenn wir gegen Gegner schießen? Da können wir kein Portal öffnen. Dann öffnen wir einfach hier eins. Und sind wieder am Anfang. Toll. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist natürlich die Frage. Vielleicht so. Das ist auch falsch. Ich habe das System noch nicht ganz verstanden. Wir müssen irgendwo, also links oder was passiert eigentlich, wenn ich eine rechte Maustaste, passiert gar nichts. Ah, da so entstehen die Portale. Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier wieder zurücklatsche? Wir kommen immer wieder hier raus. Das ist natürlich nicht gut. Wir latschen mal hier die Treppen runter und gucken, ob wir vielleicht woanders sind. Nee. Nee, da kommen wir immer nur wieder hier raus. Wie komme ich da raus? Das ist die Frage hier. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Testen auf was? Testen auf was, Tante? Sag schon. Ob ich intelligent genug bin oder was? Sonst würde ich hier nicht sein. Ladedaten. So. Auf. Okay. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Oh, vielen Dank. Das heißt. Okay. Was passiert? Oh, ich dachte schon, wir würden vielleicht verbrennen oder so. Das heißt, genau, wir müssen irgendwie. Wir müssen irgendwie da unten dran kommen. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wieder Fahrstuhl fahren. Da wollen wir mal. Hier spricht Lady. Keine Ahnung. Auf jemanden was drauf. Aha. Hier spricht die Lady. Was ist, wenn wir da oben drauf tun? Zack. Muss mich erstmal gerade wieder zurechtfinden und
die Lösung des Rätsels erkennen. Aha. Wir hatten das dahin geschossen, dann müssen wir das anders dahin schießen. Oder da. Ne, da kommen wir auch auf die falsche Seite. Okay, wenn ich hier oben hinschieße, geht es genau auf der anderen Seite. Wie komme ich da hoch? Diese Ebene. Sinnlos. Yep. Das ist die Lösung. So, flieg, du blödes Teil. So. Das haben wir gepackt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kriegen wir das andere? Erst hier drauf, dann schießen. Und schon haben wir das zweite. So, perfekt. Richtig. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Das sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1. Das war wieder eine Lüge. Ihr wollt mich doch verarschen. Huch. Richtig Laune, wir sind immer noch im Ladedaten. Wir sind immer noch im Testlabor. Ich finde das richtig cool. Das geht mir jetzt schon cool ab. Aperture, habt ihr gut gemacht. So. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Okay, ich passe auf. Also, was müssen wir tun? Wir müssen diese... Können wir... Nein, das funktioniert sehr wahrscheinlich nicht. Wir müssen sehr wahrscheinlich, dass die Kugel da drauf kommt, dass sich das runter beamt. Runterfährt. Aber wie? Das funktioniert. Was passiert? Das geht auch nicht. Wir können also nur in so komische... Das ist so geil. Jetzt aber, oder? Jo. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Was? Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Oh, das war nett, vielen Dank. So, das müsste jetzt da rauskommen und hochfahren, ne? Jawohl. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Ist, ich muss ja da erstmal hochkommen, ne? Ich kann nur da, ne? Genau. Das heißt, ich muss gucken, dass ich ziemlich genau da Portal schaffe. Ich muss
da jetzt reinjumpen. Das haben wir ganz gut gepackt. Auf dieser Schleuse sind, auf dieser Plattform sind wir schon mal drauf. Aber wir müssen noch darüber gucken, wie vielleicht, hoffentlich geht's mit einem einfachen. So. Sehr gut, das haben wir gepackt. Wie viel? Ich glaube, es waren 19, ne? 19 Tests. Daten. Okay. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Was ist das denn Ekelhaftes? Ist das der Rest, die Reste von der Kantine oder was? So, da kommt da irgendwie raus, geflogen. Was kommt denn hier lang? Das Teil an Energie. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Erstmal so. Geht das? Gut, das geht. Dann können wir jetzt getrost rüberfahren. Hier an dieser Suppe vorbei. Den restlichen Essen von der Kantine. Vielleicht ist das auch Gehirngrütze, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bemerkenswert. Ja. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Mhm. Okay. Das ist echt mega cool gemacht. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ladedaten. Ein gern gesehener und oft gesehener Gast. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ja, klar, das, ja. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Kann ich das? Warte mal. Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Halt die Klappe! Wir packen das. Es muss irgendwie gehen. Es funktioniert auch irgendwo. Die Frage ist, wie es funktioniert. Weil wir können nicht durch diese... Ich zeig mir den Finger hin, ihr seht das gar nicht. Wir können nicht da unten durch die Schranke durch. Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Wir empfehlen, jetzt aufzugeben. Nein! Oh, halt die Klappe! Pass auf. Ich weiß, wie es geht. Ich hab's gerade gesehen. Ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen. Das Rätselslösung. Huch. Hallo. Kommen hier raus, setzen das Ding kurz ab und schaffen da hinten einen Port. Aufzugeben ist keine Schande. An dieser Stelle abzubrechen ist in der Tat eine vollkommen vernünftige Reaktion. Ja, doch. Wir machen es aber nicht. So. Voila. Und jetzt? Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Gut. Extrem pessimistisch war das nicht, das war einfach nervend. Olle Zippe. Richtig kriege Peng. So. Nächstes Level. Das kriegen wir schon hin. Ladedaten. So. Jetzt bin ich gespannt.
Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Kapitel-Impulse. Hier ist die Kammer, okay. Ach Quatsch. So. Wie komme ich da jetzt rüber? Mit Anlauf? So. Das haben wir gemeistert. Hier können wir wohl nirgendwo ein Portal anbringen. Es sei denn da unten. Ja. Hier stehen immer so ein bisschen die Lösung. Eins. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Wie geil ist das denn? So, war das hier? Boah, ist das cool, das Spiel. Hier gibt es jetzt keinen Lösungshinweis. Man hat es eben gerade auf der Fliese gesehen, wenn man den Feuer gebaut. Hier gibt es keinen Lösungshinweis. Obwohl, warte mal. Eins, zwei, drei. Okay. Hier können wir leider nichts machen. Das Portal ist noch zu. Wenn ich jetzt genau über mir, ist gar nichts. Okay. Ich kann nur hier machen, ne? Nein. Selbst da funktioniert es nicht. Gut, an dem. Ach du Scheiße. Hier also. Geronimo! Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. That's what she said. Okay. Yeah, nice. Mega. Das haben wir auch gepackt. Lade Daten. Alter, das Spiel ist der Hammer. Bis jetzt. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Okay. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich. Meiden Sie ihn. Aha. Wo ist denn das Portal? Wo befindet sich das denn gerade? Kann das jemand sehen? Wir gucken einfach mal. Oh, das Ding zielt genau auf uns. Warte mal kurz. Wir müssen irgendwie in die Mitte gelangen. Plattform drauf kommen. Hier, da. Warte. Warte. Was passiert, wenn ich...
Kaffee. Wir warten kurz ab, bis er das Portal dahinter bringt. Okay, Freunde, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Mit der heutigen Folge Portal. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat man vielleicht sehen können. Ich finde das Spiel mega gut. Wenn wir in der nächsten Folge hier durchkommen. Bis dahin, macht's gut, euer Pulsar. Grüße und bis dann. Tschüss.